Auch das hier gehört zu den Arbeiten, die Daniel und die anderen Lokführer täglich verrichten. Im Koksbunker sind gleich mehrere Leute zugange. Steine und Unrat werden aussortiert, große Koksstücke kommen unter den Vorschlaghammer. Ein voller Tender sieht gut aus und beruhigt. Der beste Rat ist Vorrat. Das ist gut. Das ist hier zu groß, passt nicht durch. Und das ist die richtige Körnung. Ja, zu groß. Falschformel. So geht das. Jetzt reicht der Kesseldruck zum Durchblasen der Wasserstandanzeige. Durch Reste von Kesselsteinen können die Verbindungen der Schaugläser zum Kessel hin verstopfen. Wenn das geschieht, zeigen die Schaugläser falsche Wasserstände an. Der Kesselwärter sagt, kein Wasserstand. Das kann saugefährlich werden und sogar zur Explosion des Kessels führen. Während der ersten Fahrbewegung wird das Kondensat aus den Zylindern und aus den Schieberkästen ausgeblasen. Somit kommen die Zylinder schneller auf Temperatur und die Kolben arbeiten besser. Nee, ich muss noch mal halt davor. Ich wollte von der Seite hier hinten gestreckt wollte stellen. Nun muss die Lok so auf Position gebracht werden, dass die Treibstangen den Zugang zu den Schmierstellen freilassen. Weil es gerade passt und verborgene Teile bei diesem Licht gut erkennbar sind, erfolgt die Technikerklärung jetzt. Ich wollte es Ihnen zeigen. Hier, komm her, hier kommen. Hier kommen andere auch. Das ist ein Fest gemacht, da oben. Komm her, das ist ein Fest gemacht. Hier oben ist ein Fest gemacht. Gut. Wie sieht das dort oben? So. So, dann hast du hier das Pendelblech, von dem ich gesprochen habe. Hier, musst du mal gucken. Da liegt er nochmal auf. Und das Blech hier oben, das kann sich ganz leicht bewegen. Komm mal hin. Das ist hier ganz unten. Ja, geh mal bitte ein Stück rüber. Hier unten hast du ganz große Vier. Hier ist der Kessel nochmal festgemacht auf der Gleitbahn, da kann der hin und her schieben. Ach so. So ist der Kessel. Genau. Damit er sich in der Länge ausdehnen kann. Ja, das Pendelrecht, das ist dann nicht umsonst, da kann man dann hin und her. Und die goldenen Ringe, die am Kessel an der Seite befestigt sind, haben die irgendeine Bedeutung oder soll das noch gut aussehen? Die Verkleidung besteht ja aus einzelnen Segmenten. Damit man das nicht sieht, dass die bis hierher gehen, hat man natürlich so einen Ring noch drunter gemacht. In der guten alten Zeit wurde das mit einem Messingblech abgedeckt. Ist es doch gemacht hier, ist es doch hier? Ja. Bringst du das Katzenfutter, oder? Was haben wir jetzt denn hier? Ja, der Katzenfutter. Da muss jetzt überall Öl dran. Daniel erklärt. Du musst mal herkommen, Ron. Jawohl. Du hast jetzt hier? Hier hast du das Achslager jetzt hier unten. Hier kommt das Öl rein. Hier. Muss man ein bisschen aufschieben hier. Siehst du das? Hier, und das Loch kommt das dann rein. Das ist fürs Achslager. Dann hat man noch die Gleitbahnen für die Hoch- und Runterbewegung. Genau.
Nur mit dem langen Haken lassen sich die Deckel öffnen und schließen. Auch die Ölspritze ist entsprechend lang, um das Öl dort hinter dem Rad hineinzubringen. Zu jeder Achse gehören zwei Lager, dazu noch zwei Gleitbahnen für die senkrechte Bewegung. Das macht 4 Schmierstellen pro Achse. Da wollen wir mal. Ähnlich, da schiebe ich den Klemmhebel hinter. Da hast du die auch von den zweiten Vorläufer, so. Bei den kleinen Rädern ist Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt. Es braucht einiges an Übung. Du machst jetzt den Deckel wieder zu. Aber du. Aber ich ungefähr. Letztens haben die Blompens hier ihren Namen bei mir alle Ärger gemacht. Aber eine Blompe verloren haben? Ja! Das Ding, das war so fest, da wird immer abgezogen und wirklich verlassen. Mein Zahnarzt macht es nicht. Nun ist das Gestänge an der Reihe. Da sind die Schmierstellen leicht zugänglich, nur vergessen darf man keine. Irgendwann ist das Routine. Das ist also quasi wie ein Ölvorratsbehälter drin. Ja. Ah.
deine Wildernis auskommst, ja, was? Ja, genau. Und am Ende war es nicht gut. Du bestimmt im Ganzen. 4 Stunden hast du gedüngt, setz dich hin auf dein Sofa, komm. Ja, bleib bei dir hinten, du weißt schon, wenn du fertig bist. Welches Bild ist denn das? Leute an einer Dampflok werkelnd wecken Neugier. Aber es kommt noch besser. Als ich ein Kind war, bin ich auch mit der Bahn gefahren. Jetzt wollte ich das mal meinen Kindern zeigen. Ja, ich habe früher auch hier gewohnt in Leipzig. Und setz sie mal einmal noch hier drauf. Besuchen heute eine alte Freundin von mir. Und haben die Dampfeisenbahn am Auensee über Jahre nicht vergessen. Derweil geht es mit dem Abölen auf der anderen Seite weiter. Aluminium.